Ja, moin Leute, zu dieser etwas anderen Ankündigung. Oder was heißt Ankündigung? Bedarf eigentlich keiner großen Ankündigung. Heute gibt nicht viel zu reden. Wir schneiden heute diese dicke Ulme. Hab auf jeden Fall richtig Bock drauf, endlich mal wieder dickes Holz zu schneiden. Jetzt hier die letzten dünneren Stämmchen, da noch ein und hier noch zwei habe ich mitgebracht. Das ist so das letzte dünnere Holz, was ich da habe und ab dann. Ja, kommen endlich mal wieder spannendere, größere Sachen. Das macht doch da deutlich mehr Spaß, meiner Meinung nach. Und ja, wie gesagt, es geht eigentlich nicht viel zu reden. Dann gucken wir uns dann später nochmal an, wenn er vernünftig zu sehen ist auf dem Sägewerk. Ich muss den halt hochziehen mit der Rampe, geht nicht anders. Ulme ist auch relativ schwer. Ich weiß leider gar nicht, was das gute Stück alles kann. Also die Seilwinde, die kann angeblich 1300 Kilo ziehen. Aber die ist eigentlich nicht dafür gemacht, das schräg hochzuziehen. Also wenn die 600 Kilo schafft, wäre es schon nicht schlecht. Aber ich denke mal, so 250 Kilo hat die bei mir auf jeden Fall schon geschafft. Und ich denke mal, dann sollte sie eigentlich den hier auch schaffen. Weiß nicht, was der wiegt. Wahrscheinlich so auch um die 200, 250 Kilo vielleicht. Keine Ahnung. Könnte man jetzt ausrechnen. Habe ich, glaube ich, sogar mal wegen der Bezahlung. Man muss ja ausrechnen, welches Volumen das hat. Ich glaube, der hat 0,2 Festmeter. Wird er vielleicht auch um die 200 Kilo wiegen, wenn noch viel Saft drin ist. Weiß nicht. Der hat jetzt auch schon ein halbes Jahr gelegen. Es war ein Windwurf. Weiß nicht, wie lange der schon umgelegen hat. Ich meine, hier sieht es schon etwas trockener aus, aber die Rinde ist dort wahrscheinlich auch schon seit einem halben Jahr runtergeplatzt. Aber egal, wir schauen uns das halt einfach an, sobald er auf dem Sägewerk liegt. Ja, ich muss mich doch noch mal ganz kurz einschalten und zwar vergesst nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn euch das auch gefällt. Und jetzt würde ich sagen, bleibt dran, schaut euch das Video an, das wird spannend. Ich habe noch nie so einen Tag erlebt, wo mir so vieles schiefgegangen ist und ich so demotiviert war und am Ende dann doch plötzlich alles wie weggeflogen war. Aber manchmal ist man auch selber einfach nur dumm und dann muss man am Ende auch drüber lachen können, was ich jetzt gerade im Moment mache. Deswegen habe ich mich vor lauter Lachen schon hingesetzt, bevor ich noch umfalle. Also ich muss sagen, ich kann diese Seilwinde richtig schwer einschätzen, weil irgendwie hat es sich angefühlt, als wäre fast gar kein Gewicht drauf. Also ging sehr, sehr einfach. Und andererseits hakelt es an einer Stelle, das habt ihr ja vielleicht gesehen, wo ich es dann anhebe. Geht eigentlich relativ gut dann, wenn das so aufgebockt ist, kann man das relativ leicht anheben, auch wenn das sehr schwer ist. Und das auch noch genau an einer Stelle, für die ich mich damals super abgefeiert habe. Ich meine, man erkennt noch die Reststellen davon. Und zwar habe ich damals hier noch so eine steile Kante eingebaut. Ganz einfach, also auf beiden Seiten logischerweise ganz einfach, weil ich dachte, wenn ich den Stamm hier oben habe und ich mache den vom Seil los und aus irgendwelchen Gründen passiert was und der rollt zurück, habe ich hier so eine Art Stopper. Was ich natürlich damals nicht bedacht habe, ist, wenn ich das hier im gleichen Winkel angebaut hätte, wäre alles super gewesen. Dadurch, dass ich hier plötzlich einen deutlich steileren Winkel habe und noch einen Absatz habe, den ich überwinden muss, packt das einfach die Seilwinde nicht wirklich. Und zieht einfach nur noch dagegen. Ist auch relativ schnell abgebrochen, habe ich irgendwann mit Beil weggeschlagen. Das war auf jeden Fall eine Idee, die sehr viel Sicherheit versprochen hätte, die aber irgendwie dann nicht funktioniert hat. Was auch an sich so sinnlos ist, weil ich habe das ganze Gestell an sich so gebaut,
dass die Neigung prinzipiell sowieso immer nach hier hinten geht. Das heißt, wenn der Stamm ins Rollen kommt, sollte er eigentlich tendenziell eher Richtung Sägewerk rollen als runter. Und zur Not hat man ja eigentlich noch die Seilwinde. Und ich mache das Ding ja, oder ich mache den ja immer nur von der Seilwinde auch ab, wenn ich direkt darauf hin den auch auf Sägewerk hieve. Das heißt, eigentlich ist genug Sicherheit da und runtergerollt ist mir meines Wissens nach noch nie einer. Genau, dann kommen wir mal zu den Daten von dem ganzen Ding. Ich habe keine Ahnung, wie lang der ist. Der war mal länger. Dann habe ich ihn oben abgeschnitten, weil der Zwiesel doch schon übel ist. Und auch nicht sehr viel gebracht hätte, meiner Meinung nach. Dürfte jetzt entweder 2 Meter oder 2,20 Meter oder sowas sein. Also knapp um die 2 Meter. Durchmesser haben wir am dicken Ende. Ja, das dicke Ende ist jetzt vorne, aber wie gesagt, hinten ist ja auch ein Zwiesel. Hier sind wir bei. Oh, ich brauch mehr Lineal. Oder Zollstock besser gesagt. Wir sind bei ziemlich genau auf 1 Zentimeter, 40 Zentimeter ohne Rinde. Und hier auch 40 Zentimeter. Und ja, das Ding ist, dass der leider noch deutlich länger unten war und auch unten noch dicker war. Da war bestimmt noch 2 Meter dran, aber man erkennt es vielleicht hier oben noch. Hier ziehen sich überall Risse lang. Der ist halt unten aufgesplittert, als er vom Wind geworfen wurde. Da ist irgendwie eine Pappel drauf gebrochen, die hat ihn mit umgezogen und der ist unten total zersplittert gewesen. Da war nichts mehr zu machen. Gucken wir uns einfach jetzt schon mal von der Seite den Rest des Stamms an, weil der nicht spektakulär ist. Also wir haben hier so einen Seitenast, Steilast nochmal rauskommen. Keine Ahnung, wie stark hier Rinde eingewachsen ist oder ob hier vielleicht Masung drin ist. Wird sich dann zeigen. Bisher hatte ich bei Ulm noch nicht so viel Glück mit diesen Steilästen. Da war der meistens immer so Rinde eingewachsen. Das habe ich nicht so gerne. Ich finde es persönlich auch nicht so attraktiv im Holz. Wie wenn da zum Beispiel Druckriegelung ist oder sowas. Auf der anderen Seite habe ich schon gesehen, sieht man jetzt halt nicht, sind auch noch ein paar Überwallungen. Ich glaube, hier vorne hat man es auch ganz gut gesehen. Hier kommt noch so ein Faulast raus. Also wir haben auch kein komplett astfreies Holz wahrscheinlich. Wird sich aber dann zeigen, wie schlimm die Äste dort wirklich sind. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt hier den Zwiesel. Sieht man hier, wie stark die Rinde eingewachsen ist. Der ist hier schon relativ gut zugänglich. Ich habe den mit dem Kompressor freigeblasen. Müssen halt mal schauen. Also ich habe, glaube ich, 8 Ketten oder sowas Schafe dabei. Weil ich sehr große Angst, ganz ehrlich gesagt, vor diesem Zwiesel habe. Wer weiß, was da alles Schönes drin steckt. Wir gucken uns mal den Durchmesser an. Also wir sind jetzt hier an der breitesten Stelle bei dem Zwiesel bei fast 48 cm und in der Höhe relativ irrelevant, weil jetzt hier diese, bei V-Zwieseln hat man das häufig, dass an der Seite so Auswucherungen überwallen. Das heißt, der Zwiesel überwallt sich sozusagen selber. Dadurch ist das Ganze jetzt nicht so genau, aber da hat er halt 36. Wie gesagt, hier waren bestimmt noch 20, 30 Zentimeter dran und das war, also da hat sich nicht viel getan. Also das sah genauso aus wie hier, nur dass das hier oben noch viel krasser gewölbt war und ich glaube, das hätte dem Ganzen jetzt nicht viel besser getan, wenn das dran geblieben wäre. Außerdem war das halt zum Bewegen sehr scheiße, weil sich das hier überall aufgehangen hat. Ich musste den 100 Meter durch den Wald rollen und da musste ich irgendwie jede kleine Stelle, die ich nutzen konnte, um den durchzurollen, nutzen und das hat halt einfach genervt. Ich glaube, so viel gibt es gar nicht zu der Umme jetzt zu sagen. Ich glaube, alles Weitere finden wir dann heraus, wenn wir reinschneiden. Ich hoffe nicht, dass ich bei jedem Schnitt die Kette wechseln darf, wenn ich hier durch bin. Wie gesagt, ich habe den auch sehr weit rollen müssen durch den Wald mit ziemlich steinigem Boden, aber ich glaube, das dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Bin mir noch nicht ganz sicher, was ich schneiden werde. Also ich tendiere zu 5 cm starken Bohlen. Wenn ich natürlich merke, hier ankomme, hier hinten, dass ich da ständig stumpf schneide, dann schneide ich 5-6er Bohlen, dann habe ich vielleicht mir einen Schnitt gespart, aber das entscheide ich dann spontan. Und ich würde sagen, ich richte den jetzt noch perfekt aus und dann sehen wir uns gleich beim Schnibbeln wieder. So eine Scheiße, ich habe noch nicht angefangen zu schneiden und es riecht schon überall nach Ulmer.
Mathe, Mathe, Mathe. Auf jeden Fall.
schwöre, es ist so verdammt hell. Ich sehe die Kamera nicht. Um mich herum sind, ich verstehe es nicht, weil also überall um mich herum sind Wolken. Es ist fast unmöglich, in den Himmel zu schauen und keine Wolke zu finden. In der Stunde denkt sich halt auch jede Wolke so, nee, Digga, da wo der jetzt steht, da gehe ich jetzt mal nicht vor die Sonne. Es ist so hell, ich sehe die scheiß Kamera nicht. Es ist einfach komplett dunkel nur noch. Display und alles. Jetzt irgendwie anscheinend nicht die Aufnahmetaste erwischt eben. Ist nicht so wild, das ist halt, glaube ich, nur ein Schnitt seitdem passiert. Das Ding ist, das Mathe-Genie hat wieder zugeschlagen, eigentlich nicht. Rechnet habe ich richtig, aber irgendwie habe ich es hinbekommen, jetzt einen halben Zentimeter auf beiden Seiten zu wenig zu machen. Das heißt, wir haben jetzt eine 5er Bohle, eine 4,5er Bohle und jetzt gibt es gleich nochmal eine 5er Bohle und einmal eine 5,5er Bohle. Also ist alles mal wieder wild durchmixt. Irgendwie ist heute der Wurm drin, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich schwöre euch, also das ist schon wieder ein Tag. Wenn du morgens aufstehst und das Gefühl hast, das wird ein Scheißtag, dann bleibt man am besten liegen. Ich habe eben die ganze Zeit geredet und geredet, was heißt geredet, so fair wie nicht geredet, aber ich habe vor allem geschnitten. Gehen jetzt auf jeden Fall mal nebenbei zu den dünnen Seitenbrettern. Und ich hatte gesagt, hier, das ist schon irgendwie seit einer Stunde oder so. Es sind überall Wolken. Ja, also es ist fast unmöglich, in den Himmel zu schauen, keine Wolke zu finden. Und es ist so unglaublich grell und hell heute, dass ich nichts auf der Kamera gesehen habe. Ich habe die Display-Helligkeit auf vollen Wumms gestellt und ich habe das Display nicht richtig sehen können. Und ich dachte mir schon so das erste Mal, ja kacke, jetzt hast du den einen Schnitt nicht aufgenommen, macht ja nichts, ist ja nicht viel passiert. Gesagt, warum? Weil ich halt nichts gesehen habe auf dem Display. Ich hatte mehr oder weniger blind drauf rumgetippt. Und jetzt geht es ein bisschen, also es ist halt immer noch hell, jetzt wird es ja wieder ein bisschen dunkler, sieht man gerade vielleicht auch. Ich habe tatsächlich einfach gar nicht auf Aufnehmen gedrückt, sondern ich habe die ganze Zeit einfach Fotos gemacht. So, also Handy war noch auf Foto eingestellt, ja, ich nehme mein Handy auf, das ist natürlich der erste Punkt, der scheiße ist. Und ich habe einfach ein paar geile Fotos wahrscheinlich gemacht. Jetzt, wo es einfach komplett scheißegal ist, wo ich fertig bin, da wird es einfach dunkel. Also top auf jeden Fall. Also das Ding ist, ich habe jetzt eine 4,5er Bohle geschnitten. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, ob ich da jetzt auch nicht richtig die Anzeige sehen kann am Logo Sol. Ist halt auch so, da fliegt natürlich jede Menge an Späne dran, dann sieht man das nicht immer perfekt. Ich meine, da hinten sieht man es, glaube ich, am allerbesten. Da noch irgendwie was zu erkennen, wird halt schwierig.
kann man mal sauber machen. Ist aber prinzipiell so, dass da sofort sich wieder was dranhängt. Dadurch, dass der auch Wasser hinspritzt, Öl, alles von der Kette, und dann bleiben halt da sowieso die Späne dranhängen. Und dann habe ich jetzt beim letzten Schnitt die Bohle, gehen wir zu den Bohlen, die letzte Bohle habe ich nachgemessen, weil irgendwie ist da hinten von 4,5er Stärke, wobei 4,5 ist nicht nur das eine Zwieselteil hinten, bis 6er Stärke hier vorne irgendwo, ist halt alles drin. So, und ich bin es ja gewöhnt, so von den anderen Ulm-Videos, wer das gesehen hat, das ging ja dann um dünnes Holz, so, ich bin es ja gewohnt, dass die Ulme relativ krass reagiert so beim Schneiden und sich dann auch wegbiegt. Man auf dem Video, hätte ich es gefilmt, relativ gut sehen können, dass wenn ich da mit dem Schwert drüber gefahren bin, dass dann in der Mitte sich das halt schon so ein bisschen weggebogen hat, da halt so ordentlicher Spalt zwischen Schwert und dem Rest vom Stamm war. Dass sich so krass wegbiegt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Deswegen bin ich hingegangen und habe das die Höheneinstellung nachgemessen, und ich schwöre euch, es ist noch nie in meinem Leben passiert, dass ich mit diesem Logosol 5er Bohlen, also den ganzen Stamm komplett in 5er Bohlen durchgeschnitten habe, dass es funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil 5er Bohlen schneide ich ja logischerweise aus etwas dickeren Stämmen, dass das ganze Ding mit viel, also mit schwerem Holz nicht zurechtkommt, auch wenn jede Auflage 500 Kilo aushalten soll. Aber jedes Mal, also wirklich jedes Mal, wenn ich 5er schneiden will, verstellt sich irgendwas hier in der Höhenanzeige. Das heißt, wenn ich nachher nachmesse, ist die um 6 mm verstellt. So, das letzte Mal, als ich hingegangen bin und geschnitten habe, war es ja nicht der Fall so, weil die Bretter, die habe ich schon alle nachgemessen zu Hause, die passen vom Maß her, da ist es nicht. Also das heißt, das letzte Mal, als ich geschnitten habe, kann das nicht passiert sein. Das muss jetzt also irgendwie, ja, jetzt passiert sein, und das verstehe ich halt nicht. Also ich weiß nicht, ob das Ding prinzipiell Schwierigkeiten damit hat, mit schweren Stämmen. Die Höheneinstellung, also die Anzeige von der Höheneinstellung, die ist ja verstellt. Nicht die Höheneinstellung an sich, sondern die Anzeige verstellt sich dann halt irgendwie aus welchen Gründen auch immer. Kann natürlich sein, wenn dann hier mal beim Wenden oder sowas gegenschlägt. Aber das, wie gesagt, die Höhenanzeige an sich ist reiner Ranz, und ich bin halt mittlerweile auch so weit, dass ich jetzt mal sage, dass es langsam überfällig ist, mal ein Video über das ganze Logosol überhaupt zu machen und damit mal härter ans Gericht zu gehen. Ich meine, ich habe mich ein bisschen immer darum gesträubt, wenn wir hier uns die Bohlen anschauen. Ich meine, ich schneide ja schon Holz, was ein bisschen spezieller in der Form und so ist. Da oben mit dem Zwiesel und hier auch mit den Astgabeln und so noch drin. Das ist natürlich kein einfaches Holz, auch für eine Bandsäge oder so ist da sehr viel drumherum springen mit verbunden. Das auf keinen, also wie gesagt, das kann man jetzt keinem Sägewerk dann dementsprechend vorwerfen. Also das ist wahrscheinlich mit jedem Sägewerk ein bisschen aufwendiger. Aber ich finde, so krass wie das in dem Logosol ist, ist es eigentlich bei anderen Sägewerken nicht. Ich weiß, ich kann ja aus Erfahrung sprechen, ich tue ja auf der Arbeit mit einem Bandsägewerk arbeiten, das ist dann nicht so krass. Und das zudem einfach mal. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Bohle, die ist sehr wild, was die Dicke angeht. Ist im Prinzip ja eigentlich auch nicht so wild. Er ist im Durchschnitt die 5er Stärke hat, und das hat es ja, passt ja mehr oder weniger zu den anderen Bohlen dazu. Muss man halt ein bisschen runterhobeln, aber ich meine, es ist jetzt die Seitenbohle, da ist es, glaube ich, nicht so das Drama. Wir haben hier jetzt die beiden Mittelbohlen, das ist jetzt die hier drüben 4,5, und das müsste jetzt eine 5er Bohle genauso wie die hier sein. Mein Instinkt war richtig, wir hatten auch hier bei dem Ast wieder Rindeneinwuchs drin, aber die Kette ist nahezu unbeschadet auch durch den massiven Ziegel gekommen. Also guckt euch an, wie krass der reingeht. Und diese Flatterulme, also das ist ja Flatterulme, gibt ja mehrere Ulme, ich weiß nicht, ob das bei anderen Ulmenarten anders ist, ich habe nur die Flatterulme bis jetzt auf dem Sägewerk gehabt, ja, die scheinen wirklich, egal wo sie Äste oder irgendwas bildet, Rinde da einwachsen zu lassen. Das ist natürlich zum Sägewerk nicht so geil, weil das immer so Punkte sind, wo ein Band oder auch eine Kette dann halt stumpf werden kann. Ich bin auch ganz persönlich, ich selber mag Rindeneinwuchs jetzt auch nicht so sehr im Holz drinne, weil prinzipiell man solche Sachen dann halt mit irgendwas ausfüllt oder so, weil es ist ja an sich ja wie so eine Hohlstelle. Also hier ist ja, ja wirklich wie ein Riss drinne, der jetzt einfach mit Rinde ausgefüllt ist. Gibt natürlich auch viele Anwendungsmöglichkeiten, wo man es einfach so lassen kann. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, als Tischplatte wäre es wahrscheinlich nicht so dramatisch. Guck mal, jetzt sowieso hier den massiven Zwieselriss auch drinne. Ich mag tatsächlich aber so Maserungen mit Riegel, Druckriegelung und so deutlich lieber, weil in der Regel müssen wir da auch nicht irgendwie was ausbessern. Dafür hat man natürlich hier den Vorteil, das Ganze reagiert nicht so krass, weil das ist halt kein Holz. So, das ist ja jetzt ganz einfach gesagt.
Bei solchen Zwieseln passiert es halt einfach so, dass die eine Seite meistens sich nach unten biegt, die andere biegt sich ein bisschen nach oben. Das heißt, die arbeiten gegeneinander. Wenn man das dann aber rausgehobelt hat, ist ja ein ganz normaler Verzug, den man sonst auch bei Brettern hat. Wenn man das rausgehobelt hat, dann war es das in der Regel, dann reagiert das nicht mehr so dramatisch. Und wenn hier ein Druckzwiesel natürlich drin ist, hat man immer noch diese Verbindung zwischen beiden reaktiven Holzteilen noch mit dabei. Reagiert in der Regel meistens, habe ich die Erfahrung gemacht, ein bisschen härter. Wie gesagt, das Ganze ist ja im Endeffekt dann auch irgendwo individuelle Sache, wenn man es attraktiv findet oder nicht. Ja, dadurch, dass ja jetzt vom Sägen nicht so viel übrig geblieben ist, kann ich eigentlich noch die letzten paar Minuten volllabern. Mir fällt allerdings nicht mehr ein, was ich noch groß sagen will. Außer, dass die Ulme relativ, weiß gar nicht, kann man sagen, dass die Breite irgendwie gewachsen ist? Oder ist das normal für Ulme? Ich bin da jetzt nicht so in dem Ulm-Game drin, das ist meine allererste Ulme, die ich habe. Allerdings, was ich so ein bisschen vermisse, ist diese, ach doch, hier ist ja überall diese Zwischenmaserung, die so typisch für Ulm ist. Ich habe jetzt gerade hier irgendwie gesucht, warum auch immer, da war sie jetzt nicht dabei. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich muss mich jetzt tatsächlich nochmal melden, es ist einfach so bitter. Ich habe das Ganze doch aufgenommen, weil sie jetzt im Nachhinein sowieso gesehen haben. Aber ich habe es ja jetzt schon x-mal erzählt in den Zwischensequenzen. Es sah so wild, grell, mich so krass die Sonne geblendet. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich anscheinend auch die Pause-Taste gedrückt habe. Ich habe es einfach nicht gesehen. Also geil auf jeden Fall, dass das doch alles funktioniert hat, dass das Video doch größtenteils komplett ist. Also nicht wundern, was ich für einen Scheiß laber. Die Aufnahme ist komplett. Freuen wir uns einfach drüber, dann können wir vielleicht auch ein bisschen drüber lachen, dass es mit dem Bullen nicht ganz so gut geklappt hat. Aber im Endeffekt ist das ja auch Wurst. Ich meine, wir als Sägewerker oder so entscheiden ja sowieso nicht, was mir später mit dem Holz passiert. Der eine hat lieber eine 5er Bohle, der andere eine 5,5er, der andere eine 4,5er. Im Endeffekt entscheidet ja sowieso später dann der Tischler oder der Endverarbeiter darüber, was draus wird. Und von daher habe ich die Erfahrung gemacht, wenn euch da sowas passiert, wenn man sich mal vertut, verrechnet, keine Ahnung, es ist in der Regel nicht dramatisch. Ist vielleicht für viele Leute unattraktiv, die den kompletten Stamm kaufen würden, aber selbst da, also ich habe auch schon Leute gehabt, die den kompletten Stamm gekauft haben und da waren komplett durchmischte Stärken dabei. Das im Endeffekt, so ein Stamm gibt ja richtig viel Holz raus. Das reicht ja auch häufig dann für mehr als ein Projekt, also braucht man sowieso meistens nicht das komplette. Von daher alles super und wir sehen uns beim nächsten Mal.